Lila. Das ist sowas von kein Lila, das ist rosa-pink. Green. Okay, ja, es ist wieder, es tut mir leid. Mit dem Messer das Seil durchschneiden wurde gesagt, dass das wieder so ist, dass sie ja hier irgendwie fast alles machen müssen, aber egal. Ihr macht so viel mit, wie es geht. Das sieht aus nach Baum. Das ist einmal falsch rum. So, also. So mit seinem Vater. Sei vorsichtig, Argeus. Dretmo ist auf der Jagd nach demjenigen, der das Schwert des Mutes schmieden kann. So, jetzt hier ein Rad. Er hat wohl ein Rad ab. Also, Björn meinte, wir sollen mal versuchen, das Seil abzuschneiden mit dem Dolch. Ha, gut gemacht. Das hat gepasst. Ja, irgendwie müssen wir das Ding noch von ihm runterkriegen. Das Rad zuerst und dann das Seil. Guck mal, er guckt schon so raffgierig. Thank you so much, Your Majesty. Oh, did you drop this? Ah, ob wir den Dolch verloren haben, fragt er. You've got to find my father. He's the only one who can forge the Blade of Courage. And now he's going to be the ogre's dinner. Na, das hoffen wir ja mal nicht. Dirk. You can use the ballista up on that cliff to shoot the ogre. Okay, wie kommen wir da hoch? Those wretched dwarves. This cursed ogre is their doing. They will pay dearly for destroying my village. Okay, also er will Rache verüben. Dafür, dass ihm gerade noch ein Amboss auf dem Bein lag, geht's ihm aber wunderbar, dem Kind. Schreibt der Björn, ja, da hast du recht, ich weiß auch nicht, alas, I have been wounded by the beast. Kind ist. I pray you have a few magic herbs or a healing plant. Er fragt nach Sachen, die wir zum, ob wir Sachen zum Heilen dabei haben. Nee, haben wir nicht. Müsst ihr noch hier die Rune suchen. Oh ja, stimmt, die Rune, das ist ja das, was wir hier finden müssen. Also was ihr finden müsst und sagen müsst, wo das ist. Und ja, Ami, du hast ja recht, dass wir so schnell klicken, aber wie gesagt, wenn das immer so 1,5 Minuten Verspätung hat, dann ist das halt echt schwierig. Die Rune ist gesucht. Schaut in das Bild. Links an der brennenden Hütte. Yay. Richtig. Okay, was ist das? Eine Eimerkordel, okay. Und wir haben heute 14 Zuschauer und 13 im Chat. Das ist doch mal eine geile Zahl. So. Okay, hier können wir Mais zerkleinern und diese Truhe ist verschlossen. Okay. Mais und eine Truhe. Ein Hammer. Den nehmen wir dann schon mal mit. Waffen können wir reparieren damit. Ich sag doch, wir kriegen ja immer so eine Komplettausbildung. Was wir hier nicht schon alles gemacht haben. Schreiner, Tischler. Jetzt sollen wir ja sogar Waffenschmied machen. So. Okay, Duki. Halber Bolzenschneider. Ja, ein halber Bolzenschneider, da heißt, da fehlt die andere Hälfte. Und erklären wir mal, warum wir nur 23 Frames haben. Keine Ahnung. Nicht so gut. So. Eine der tragenden Ketten des Aufzugs fehlt. Okay. Hat der jetzt immer noch nicht funktioniert, der Aufzug? Nee. Aha, ein Stück Leder. Können wir das Hammer durchschlagen können? Weiß ich nicht. Oder mit dem Drachen durchfeuern können? Das wäre aber unlogisch. Okay, wollte gerade schon sagen, dann würden wir ja eher die ganze Hütte abfackeln. Aber hier haben wir jetzt einen Eimer. Ja, ein Eimer. Nee, das kommt doch eher da oben hin, oder?
Müssen wir kein Wasser holen oder so? Nee. Na okay, dann nicht. Obwohl da brennt's und da brennt's und überall brennt's, aber kein Wasser. Nö, warum sollte man Wasser holen? Ein Hammer? Ja, das wäre irgendwie unlogisch. Ich weiß auch gerade nicht. Kann man denn die Kette auch hämmern? Nee, was ist denn das links neben dem Hammer? Das ist einfach ein rotes Band. Okay, ein rotes Band. Ledereimer. Da hinten sind doch Eimer. Vielleicht fehlt da noch ein Eimer. Was steht denn da dran? Ah, Bolzenschneiderhälfte steht da auch dran, okay. Was ist denn eigentlich links dieses neue Icon, wo die Prinzessin ist? Ach, okay, das ist der neue Tipp. Wir sollen mit der Balliste auf den Riesen schießen, aber das hatten wir eben auch schon gehört. So, das heißt, wir müssen den Aufzug irgendwie bedienen. Dann geh nochmal zum Aufzug und guck mal. Wie gesagt, da fährt ein Pferdekopf. Ach, da fährt ein Pferdekopf. Das habe ich eben nicht mitbekommen. Okay. Kommen wir jetzt bei dem vielleicht irgendwie vorbei. Bei dem brauchen wir ja Medizin. Ja, Medizin. Aber Medizin haben wir nicht. Du musst mal lauter sprechen. Ich glaube nicht, dass die Leute dich ordentlich hören. Untersuch da mal alles. Da war noch was. Ja. Das ist doch das Holzpferd. Ja. Ja. Ich schlag mal mit einem Ding. Ja. Mit einem Hammer. Das wird jetzt nicht mehr als Spielzeug genutzt. Das ist die Steuerung für den Aufzug. Richtig. So. Also. Wo muss man da jetzt dran ziehen? Ach, die kann man alle tauschen, die Dinger. Okay. Okay. Haben wir die auch da drüber? Nee. Nee. Der schiebt die da rüber. Ist da noch irgendwas von drüber? Also das da unten ist auf jeden Fall falsch, das Grüne. Ja. Da oben, da, den grün, obersten grünen? Nee, den obersten grünen, ja, die tauschen. Okay. Ha! So, und jetzt kommen wir auch nach oben. Genau. Ach, wir müssen das Loch flicken. Mit Leder? Ja, mit Leder. Ich würde mich da immer noch nicht draufstellen, aber... Warum? Es hieß doch, dass die so ein total... hartes Leder herstellen oder was? Hat man hier nicht einen Katapult und jetzt auf einmal, also eine, was war das? Eine Balliste? Die steht doch auch da. Okay. Oder was ist das für dich? Ah, okay, das ist die Balliste. Oh Leute, jetzt dürfen wir die justieren. Na, also das ist ja wohl voll da vorbei. Das sieht schon gut aus. Das weiß ich nicht. Da müssen wir wohl einfach mal ein Probeschuss machen. Das hat ihn nicht interessiert. Okay, der war viel zu hoch. Okay, keine Ahnung, wo der hinschießt. Ha! Jetzt guckt er aber doof. Oh! Okay, wir gucken doof. Mit dem Steinchen, das ist hier ein ausgewachsener, wie heißen die nochmal? Hinkelstein, den hier Obelix oder wie wer war das noch? Obelix rumträgt. Ja, mal ein Handbohrer. Okay. Das ist eine Schleifmaschine. Ich sag ja, wir machen wieder komplette Handwerksausbildung hier. Perfekt. Was ist das? Das sieht aus wie ein Speer. Ein verbogener. Ja. Ballistenpfeil, okay. Die Balliste ist auch voll Schrott. Zum Glück hat uns das Ding nicht getroffen. Da bräuchte ein Hebel. Ja, das geht doch wunderbar. Oder nicht? Boah. Ey, die hat sowas von einem Fitnessstudio trainiert, ey. Komplett wieder fertig repariert. Das Rad ist Schrott, deswegen müssen wir da irgendwas finden. Ein neues Rad. Reparieren sie einfach. Na, das, so einfach geht das nicht. Guten Appetit, Jost. Jost, lass es schmecken. Hat sich eine Pizza bestellt. Ja. Genießt er jetzt den Stream dazu? Pilz, so. Medizinische Pilz.
sieht gut aus. Would you have something I could use as a bandage? Praise Chiron, I'm in your debt. Zurück. Genau. Mit dem Bohrer zurück zum Anfang, zu dem Baum mit dem Harz. Ja, da hast du recht, Björn. Bolzenschneider, die Kette von denen. Holzauge. Wie kriegen wir das Rad da eigentlich runter? Mit dem Hammer? Vielleicht auch mit dem Speer? Der Speer ist eventuell zuerst am Armboss gerade hauen, dann am Schleifstand schleifen. Ja. Hat der Arm mir als Tipp gerade gegeben, dann versuchen wir das doch mal. So, drauf. Die Idee hört sich ja richtig gut an. Lass mal halten. Ja, da unser Taschendrache. Wunderbar. Sieht aus wie neu. Fast wie neu. Der sieht wieder gut aus. Das heißt, wenn der Oger nochmal vorbeikommt, dann wird er garantiert aufgespießt. Dann schießen wir nicht nochmal daneben. Mhm. Die Kiste, da kommt man doch mit. Können wir da jetzt ran? Nee. Nicht mit Hand vor dem Mund sprechen. So. Okay, wir haben Harz, ein Holzauge, ein Pfeil. Und ein Eimer. Und ein Band. Und ein Seil. Also irgendwas haben wir noch übersehen. Wenn du jetzt nicht am Brunnen Wasser holen kannst, was ich immer noch irgendwie vermute. Ja, am Brunnen kann ich gar nicht mehr ran. Ach so. Okay. Aber wir können hier vielleicht damit die... Nee, geht auch nicht. Stimmen. Hm. Das Holz versperrt den Eingang. Mit Seil geht das nicht. Mit Harz geht das nicht. Hm. Eine Markierung. Nee, das ist doch gar kein Ausschnitt. Hm. Ja, dann gehen wir weiter. Wir können wahrscheinlich auch dem Oger jetzt hinterher, oder nicht? Would you have something I could use as a bandage? Der will ein Band haben. Praise Chiron. I'm in your Band. Your journey is fraught with peril, dear one. I would join you, but sadly, my wounds are too deep. All I can offer is this tool. May it serve you well. Oh, Axt. Eine Axt. Da kann Nico ja ein Lied von singen. Das There is evil past this path, my lady. It is evil not to be trifled with. We think that the palace belongs to a very powerful and dark sorcerer of ancient times. There is evil past this path, my lady. It is evil not to be trifled. Please, save my father! The ogre has him! Du hast gerade den Text weggedrückt, Schatz. Den hatten wir doch gerade schon. Okay. Keine Ahnung, aber noch, nein, er war noch am Reden. Okay, also wir haben jetzt diese Axt. Vielleicht können wir mit der Axt das Rad abschlagen. Oder zumindest die Holzbalken entfernen von der einen Stelle. Rad abschlagen. Ach, das war jetzt wirklich so eine Wagendeichsel oder sowas. Mhm. Wo noch ein Rad dran hing. Laut Etikett soll hier schwarze Farbe drin sein, aber sie ist weiß. Harzfrei. Nee. Laut Etikett soll hier grüne Farbe drin sein, aber sie ist gelb. Die Holzmaske ist in der Mitte gebrochen, aber ich könnte sie wieder zusammenkleben. Jetzt aber hart. Da kommt das Auge rein. Hm. Ist da sonst noch irgendwas? Schatz, ich wette, du bist wieder ganz leise. Sprich mal so Richtung Mikro. Ja, tue ich. Danke. Okay. So. Du kannst auch das Mikro mehr in die Mitte tun, statt nur zu dir. Aber das wird auch nicht viel bringen. Doch. So. So. Jetzt können wir auf jeden Fall die Balliste wieder neu aufbauen.
Damit wir nächstes Mal den Ogre auch erwischen. Ah, wir wollen ein Seil rüberschießen. So, Seil dran binden. Ist sie sich zu fein, durch das Wasser zu schwimmen, oder was? Jetzt lassen wir uns da am Seil hier rüber. Okay, krass. Wie machst du das jetzt? Weiß ich nicht. Du hast schon wieder Jan vom Mund. wir brauchen irgendwas, um da rüber zu kommen. Am Eimer. Wir halten uns am Eimer fest. Das ist doch immer so mit den Werkzeugen in den Spielen, das ist alles B-Ware. B-Ware. Hallo Darkblade 29. Ja, und stimmt, später braucht man wieder eine. Stimmt, ihr müsst ja noch die Rune suchen. Genau, Welt. Die Rune müsst ihr noch suchen. Ich hab sie schon. Mal gucken, wer sie als erstes findet. Ihr dürft alle mitmachen, auch wenn hier Björn und Ami den Chat dominieren, freue ich mich doch über jede Antwort von allen, auch wenn eine Antwort mehrmals kommt, das ist mir egal. Es freut mich, wenn ihr mitmacht. Und ich finde es halt wesentlich schöner, wenn man in einem Stream sowas Interaktives machen kann, als wenn man einfach nur zuguckt und sich berieseln lässt. Deswegen, auch wenn das jetzt so ein bisschen vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen Kleinkinderding ist, ich finde das einfach schön, um mit euch zu interagieren und diese Verbindung aufzubauen, dass wir alle Gamer sind. Genau. Die Rune rechts am Schleifstein, genau. Aber der Björn war schneller. Jetzt haben wir hier die Truhe aufmachen. Was haben wir? Was ist das denn? Ein Seilrad. Ja, guck mal. Als ob sie da alles schon gerochen hätten, dass wir darüber müssen. Ja. Aber die will ich jetzt echt. Das Ding hängt nur an der Balliste. Ah, passt doch perfekt. Die wiegt nichts. Die ist ein Vögelchen oder was? Jagd nach dem Monster. Der Mutige. Eine Auszeichnung. Wir haben es auf die andere Seite geschafft. Wir müssen dem folgen. Was sind das denn für Rambockbienen hier? Zu schnell, um sie mit den Händen zu fangen. Hart. Ah, dann nehme ich einfach so eine Latte und knall ihn eins vor die Fresse. Ich weiß nicht. Da links ist noch ein Ästchen. Ich weiß nicht, was wir damit machen. Rauchen, verräuchern, Feuerholz. Vielleicht mit dem Eimer. Versuchen wir mit dem Eimer, ob wir damit diese... Was sind das? Bienenfliegen? Irgendwas Merkwürdiges. Irgendwas Komisches. In den Nebel erkenne ich kaum etwas. Also es sieht aus wie ein Zwerg und ein Zentau. Mhm. Und da ist... Was ist das? Steinkugeln, okay. Auf die Munition. Ja, für einen Steinschleuder oder sowas, ne? Mhm. Oder für ein Gewehr oder so. Laterne. Laterne? Aber ohne Kerze. Und was ist das? Ein Schaufelgriff, okay. So. Du musst ja hier wieder eine schöne Rune suchen. Ja, einmal Rune suchen bitte. Wer findet die Rune? Wer hat schon seine Augen drauf geschmissen? Wir können auch wieder den Alarm machen, den wir früher immer hatten. Da hieß es dann immer... Ja, weiß nicht. Diesmal müsste es Runenalarm heißen. Ami tippt zu langsam, wenn er auf Rechtschreibung achtet. Ach, ich achte da nicht drauf. Ist schon okay. Egal, wie du schreibst. Ich nehm's an. Genau. So. Links im Baum. Ja. So, wie gesagt, der Rest kann auch gerne tippen. Ich weiß, dass Jost noch seine Pizza in der Hand hat, aber der Rest, der kann auch gerne tippen und gerne mitraten. So. So. Mal die Höhle rein von dem. Das wackelt aber. Genau, Runenalarm. Manu hat's geschnallt. Das Monster hat sich durch dieses Loch verdünnisiert. Ich könnte mich in sein Versteck schleichen. Nee. So, also ihr sucht die Rune. Runenalarm wurde schon aufgebrüllt. Manu hat's schon rausgebrüllt. Also bitte einmal Rune suchen. So, und was ist das? Kommt man nirgendwo hin. Nirgendwo? Da sind aber diese Kreise. Kann man da nichts machen? Das Monster hat sich durch dieses Loch verdrückt. Hä? Ist doch da oben. Lol, der Text kommt überall im ganzen Bild. Also eine Pizza hätte ich jetzt auch gerne. Hatte eben nur ein Eis. Du, ich hatte auch noch nicht viel heute. Ich habe auch Hunger. So. Dann müssen wir gleich mal kurz eine kleine Pause machen, dass wir zusammen schnell kochen.
Nee, ich brauch nicht. Eine Pause. Wir haben sowieso schon 9 und die meisten gehen eh um 10. Das heißt, wir machen nur bis 10.